Bundesweit gab es im Jahr 2015 über 280.000 Rauschgiftdelikte. Die Polizeikommissare Thomas Czech und Can Yildiz erwartet heute ein weiterer Fall. Egon 2530 von Egon. 2530? Krankenhausstraße 120, dortige Klinik. Anruferin ist die Frau Goldstein. Die meldet Diebstahl, ist als Melderin vor Ort, Täter wohl ebenfalls und er steht wohl unter BTM. Ja, verstanden. Die Diebin scheint unter Einfluss von Drogen zu stehen und wehrt sich äußerst rabiat gegen das Pflegepersonal. Hallo. Hallo. Hallo, lassen Sie einmal die junge Dame ins Ruhe. Hallo. Hallo, wir kommen gleich sofort. Ist alles okay? Als Tom und ich dann auch hier am Krankenhaus angekommen sind, haben wir relativ schnell mitbekommen, wie zwei Krankenschwestern versucht haben, eine weibliche Person aufzuhalten. Und da ging es auch schon ordentlich zur Sache. Das heißt, so eine kleine Handgemenge. Und als wir dann uns auch auf das Feld betreten haben, hat sie sich losreißen können und ist sofort losgerannt. Stehen bleiben, hallo! Hallo, stehen bleiben! Gehen Sie einmal auf die Seite, bitte! Bleiben Sie stehen! Stehen bleiben, bleiben Sie doch einfach mal stehen! Ganz ruhig! Bleiben Sie stehen! Gehen Sie da ein bisschen zur Seite, junge Dame! Wir reden über alles, bleiben Sie einfach stehen, geh mal ein bisschen. Bleiben Sie doch einfach nicht weiter zurückgehen, ist alles gut, ist egal, was du jetzt ausgefressen hast, das interessiert uns jetzt auch gerade gar nicht. Komm einfach mal ein bisschen zur Seite, bitte! Sie ist dann immer rückwärts nach hinten gegangen und hat eigentlich die Kante gar nicht mehr wirklich gesehen, sodass wir als Polizeibeamte auch erstmal einen Abstand gehalten haben, weil wir wissen jetzt nicht, wie es ihr geistig geht, warum sie jetzt überhaupt auf das Dach gelaufen ist und da ist wirklich absolute Vorsicht geraten. Konzentrieren Sie sich bitte auf uns. Hallo. Schauen Sie uns an. Kommen Sie einmal kurz zur Seite, bitte. Schauen Sie uns bitte an. Das ist sehr gefährlich. Kommen Sie mal bitte weg. Bleiben Sie ganz locker. Setzen Sie sich bitte auf den Rand. Ja? Ich habe natürlich gehofft, dass wir die Person dazu bewegen können, sich halt irgendwie hinzusetzen, aufs Dach, auf den Boden, vielleicht auf die Brüstung, wenn sie einen sicheren Sitz hat, damit wir halt die Sache so beregeln können auf dem Dach. Aber machen Sie jetzt bitte keinen Unsinn, ja? Das wäre ganz nett. Okay, wir gehen auch zurück, Sie brauchen es nicht machen. Hallo, hallo, bleiben Sie... Hallo! Wir kommen da runter, wegkommen! Einmal wegkommen, bitte! Bleib stehen, Mann! Nicht springen! Der Moment, wo sie dann halt auch wirklich auf die Kante gestiegen ist und nicht mehr mit sich reden lassen hat und dann halt gesprungen ist, war für mich unbeschreiblich. Ich kann jetzt gar nicht in Worte fassen, was in dem Moment dann wirklich durchgegangen ist. Und als wir dann natürlich uns rübergebeugt haben, konnte ich gar nicht mehr wirklich hingucken. Rettungswagen ist schon vor Ort. Gut, alles klar, gut. Dann lass uns mal direkt mit runter, bitte. Mal rüber da. Gehen Sie mal zur Seite da. Ja, wir mussten dann auch runter, wo die Person da unten lag. Wir müssen jetzt die Situation erfassen, wir müssen da Zeugen halt feststellen, die uns da hinterher noch beim Bericht verfassen, dann helfen können. Die ganze Situation muss ja erfasst werden und sind da auch vonnöten, natürlich. Die Polizisten haben erfahren, dass das Mädchen verletzt und bewusstlos ist. Und sie ist keine Patientin. Das erfahren sie im Gespräch mit den Pflegerinnen, die sie beim Klauen erwischt hatten. Doch eine der Frauen kennt sie als Freundin ihrer Tochter. Ja, die Sophia, die war sehr aufgeregt und hat wild um sich geschlagen und ich habe versucht festzuhalten. Marie kam dann auch dazu und dann habe ich ihr diese Hydromorphon-Tabletten. Was sind das für welche? Hydromorphon-Tabletten, die habe ich ihr entrissen. Und die sind eigentlich gefährlich, wenn sie die in Verbindung mit dem Alkohol nimmt, weil die werden nur für Krebspatienten werden die verwendet. Und ja, dann habe ich einen Schlag bekommen, bin zur Seite gefallen und kam mir natürlich auch noch. Ja, aber die müssen doch irgendwie weggesperrt sein, solche Tabletten oder nicht? Natürlich sind die sind weggesperrt und die haben wir da vorne in einem Fach liegen. Mhm. Die Tablettendiebin scheint eine Süchtige zu sein, der die Kombination mit Alkohol zum Verhängnis wurde. Wie genau es zu der Tat kam, wird nun die Kripo ermitteln. Kriminaloberkommissar Frank Steffens und Kriminalhauptkommissar Eckhard Greitner übernehmen den Fall. Als wir angekommen sind, haben wir auch schon gesehen, wie beide Schwestern versucht haben, die Tatverdächtige halt wirklich zu fassen. Ja, und dann sind wir hinterher, hat sich losgerissen und ist dann irgendwann halt runtergestürzt. Und jetzt wissen wir selbst noch nicht. Ich glaube, die wird jetzt auch hier irgendwann noch mal auftauchen, hoffentlich. Ja. Genau. Frau Goldstein sagte irgendwie, dass diese Kombination, diese Tabletten sind für Krebsmedikamente in Verbindung mit Alkohol, dass das dann lebensgefährlich wohl. Ja, die Krankenschwester hat den Kollegen zunächst mal erzählt, dass es sich wohl um einen Diebstahl handelt, und zwar einen Tablettendiebstahl aus einem besonders gesicherten Raum, der unterschiedlich wohl gegliedert ist. Und bestimmte Arten von Tabletten, die als Betäubungsmittel gelten, unter besonderen Schutzvorschriften eingeschlossen werden und auch kontrolliert werden müssen. Wo bewahren Sie denn die ganzen Medikamente auf? Können Sie uns auch gleich noch den Ort zeigen, wo Sie die festgehalten haben zunächst, wo Sie sie angetroffen haben? Da? Ist das auch in dem Gang? Ja. Ja, gehen Sie mal vor, wir kommen mit. Ja. Diese Art von GHB-Tabletten werden also auch als Narkosemittel benutzt, teilweise eben auch als K.O.-Tropfen, sage ich mal, jargonmäßig bekannt. Das kann auch enthemmende Wirkung haben und dann kann man so ruhig und vorsichtig einwirken, wie man will. Man kann es nicht verhindern, wenn sie springen möchte oder wegrennen will, wird sie es tun. Habt ihr den Namen, habt ihr die Personalien der Schwester? Das verletzte Mädchen ist mittlerweile erst versorgt worden und soll nun auf die Station gebracht werden. Eckhard Greitner erkundigt sich nach dem Zustand der Täterin. Ja, eine schwere Gehirnerschütterung, mehrere Schürfwunden, der Arm gebrochen und ja, innere Verletzungen kann ich zurzeit noch nicht sagen. Dafür müssen wir jetzt weiter untersuchen. Ja, ansprechbar ist auf keinen Fall. Ansprechbar ist sie nicht, bewusstlos. Ja, okay, dann machen wir das. Also, wir müssen weiter untersuchen. Alles klar. Ja, vielleicht kann ich mehr sagen. Sie überlebt den Sturz. Ja, gut. Das ist die Hoffnung, muss man einfach haben. Dann zeigen Sie uns mal die Örtlichkeit. Ja. Dann zeigen Sie uns mal, hallo? Dann zeigen Sie uns doch mal, wo sich das Ganze zugetragen hat hier. Die junge Drogensüchtige hätte nicht an die Tabletten gelangen dürfen. Darum prüft das Kripo-Team, ob das starke Medikament vorschriftsmäßig in einem extra gesicherten Schrank gelagert wird. Sonst würde eine Fahrlässigkeit des Krankenhauses vorliegen. Und welche Art von Medikamenten werden in diesem Schrank aufbewahrt? Das sind jetzt hier die Darf ich mal sehen? Das sind die normalen Tabletten. Mhm. Und in dem Schrank gegenüber, da kommen, das sind die verschreibungspflichtigen Tabletten. Okay. Das sind die harten Dinger. Genau. Ja. Was ist das für eine Liste da unten? Ist das eine Bestandsliste oder werden da Zeiten eingetragen, wann wer hier dran geht? Ja, genau. Darf ich mal? Ja. Okay. Also ich habe hier, guck mal nach dem Zeugs, wer das zunächst genommen hat. Wer überprüft die Listen immer wann? Werden die täglich überprüft? Ja, die werden täglich überprüft. Okay. Von den Ärzten. Stimmt, da sind die Handzeichen dran. Hm. Okay. Können Sie die andere Seite auch nochmal aufmachen? Der Schlüssel fehlt. Welcher? Die 10, also der Schlüssel für den Schrank. Und für den Giftschrank, ja, der fehlt. Und das haben nur die Ärzte und Krankenschwestern Zugang. Vor dem Hintergrund, dass eigentlich jeder, der einen Schlüssel für diesen Medikamenten-Safe hatte, auch unberechtigterweise Medikamente hätte rausnehmen können, was natürlich schwierig erstmal festzustellen ist, das, was uns die Krankenschwester erzählt, tatsächlich glaubwürdig. Aber das Ganze drumherum, wie sie es dargestellt hat und wie erschrocken sie ja eigentlich war, als sie diesen Schlüssel auf der Nummer 10, wo er immer hing, nicht gefunden hat. Also ich habe ihr das zunächst geglaubt, ja. Moment mal, also damit wir hier nichts durcheinander werfen. Es geht jetzt, dieser Schlüssel fehlt. Hallo? Ja, Kollegen, habe ich durchgeschickt? Ja. Die Kommissare haben die Spurensicherung alarmiert. Die Täterin müsste Fingerabdrücke hinterlassen haben, es sei denn, sie war nicht selbst am Schrank. Wir werden auch von Ihnen nachher, wenn mit Einverständnis Fingerspuren sichern zum Vergleich, dass wir die noch mal eben abpinseln auf Fingerspuren. Ja. Ja? Und auch hier in dem Bereich, wo angefasst wurde, insbesondere Ihnen. Ja. Gut. Vielleicht finden wir ja was Verwertbares. Ja. Worauf ich noch mal zurückkommen möchte. Den Schlüssel für diesen Raum, dieser Raum ist allgemein zugänglich. Ja. Gut, jetzt sind wir bei diesem Schrank hier. Wer hat dafür den Schlüssel? Also für den Schrank habe ich jetzt den Schlüssel, ja? den habe ich ja jetzt gerade aufgeschlossen. Ja, ja, ja. Nicht anfassen. Genau, und der Schlüssel, für den dieses Kästchen nur Ärzte und Krankenpfleger. Also alles klar, gut, dann habe ich das soweit. Also es kann ja nur jemand von... Und diese Tabletten sind auf jeden Fall die sind aus dem Schrank, ja, das sind die... Claudia, kannst du dann die Spurensicherung machen? So in dem Bereich. Ich bin hier. Sekunde mal eben. In dem Bereich hier oben und dann unten an dem Bereich. Ja. Und die gehören auf jeden Fall in diesen Schrank. Die gehören auf jeden Fall in dem Schrank. Gut, gut. Dann gehen wir. Okay. Was denn da? Ich hatte meine Tochter eben angerufen. Aha. Okay. Da. Wir hatten hier die Konstellation, dass die Krankenschwester, die uns zu dem Medikamentenschrank geführt hatte, etc., eine Tochter hat. Und diese Tochter war mit dem geschädigten Opfer befreundet. Und sie wurde von ihrer Mutter angerufen, mal vorbeizukommen. Es wäre ja was mit ihrer Freundin. Ja, schon länger. Was ist passiert? Hallo. Und Sophia ist vom Dach gestürzt. Was? Ja. Die beiden Mädchen waren beste Freundinnen. Doch in letzter Zeit ließ der Kontakt nach, denn die 18-jährige Abiturientin rutschte in den Drogensumpf ab. Wir sind schon lange befreundet, aber in letzter Zeit... Ich sag lieber besser gar nichts, ich weiß... Ja, gar nichts hilft uns nicht. Doch, sagen Sie mal, das ist eine wichtige Sache. Sie hat sich schwer verletzt. Ich habe so viele Finger Hier, ich bräuchte dann von allen Mitarbeitern aus dem Krankenhaus die Abdrücke zum Vergleich. Machen wir. Wir besorgen die relevanten Personen. Kriegst du mit einer Liste. Seit wann sind Sie mit ihr nicht mehr so gut zusammen? Seit längerem hängt sie immer mit verschiedenen Leuten rum, nimmt nur noch Drogen und damit wollte ich nie was zu tun haben und jetzt... Welche Art von Drogen, wissen Sie das? Das weiß ich leider nicht so genau. Wann hatten Sie den letzten Kontakt denn zu ihr? Sie hat mir gestern eine Nachricht geschickt, ein Video und... Mhm. Haben Sie das zufällig dabei? Ja. Haben Sie Hände mit? Ja. Ohne geht ja heute gar nicht mehr, oder? Ja, dann zeigen Sie mal. Zeigen Sie mal, wir wollen das ja auch sehen. Oh, gib ihm. Erstmal die Flasche. Beim Autofahren, das ist ja Wodka oder was, ne? Und jetzt? Ein Joint. Eine Zigarette oder ein Joint? Das sieht aus wie ein Joint. Oh je. Wer filmt das denn, ne? Also Sie filmt es nicht, auf keinen Fall, ne? Von hinten. Oh Gott. Trinken, fahren. Sieht übel aus. Haben Sie schon öfter so Videos von ihr bekommen? Das war das erste Mal und... Das ist ein Mann. Das ist eine männliche Stimme, ja. Jetzt nimmt er sich auch ein. Ach, das sind ja die Tabletten. Ach, guck an. So eine Blisterpackung. So. Ja, zumindest das passt, ja. Müssen wir mal sichern. Können wir das dann mal haben, das Handy? Handy behalten, ja. Mhm. Dann können wir das hinterher vergrößern nochmal. Ne? Ja, das brauchen wir als Beweisbild. Ja. So. Über die Landstraße. Da. Halt mal das so im Gesicht. Mach mal Stopp. Das ist am Rhein, ja. Wir haben von der Freundin des Opfers ein Handy bekommen. Das beinhaltet einen Clip, der ihr zugeschickt wurde. Und in diesem Clip kann man eine junge Dame sehen, die Fahrzeug führt, Alkohol trinkt, einen Joint raucht und zu allem Überfluss auch noch eine Tablette nimmt. Und diese Tablette, die kommt aus einer Blisterpackung, ähnlich derer, die wir hier vor Ort haben sicherstellen können. Und interessanterweise ist dieser Clip von jemandem gefilmt worden, einer zweiten im Fahrzeug befindlichen Person. Und den kann man doch tatsächlich am Ende auch noch hervorragend erkennen. Ja, aber das Gesicht... Machen wir zurück. Lass mal laufen, vielleicht kommt da noch was. Steigen ja jetzt wahrscheinlich. Aber das Gesicht habe ich schon mal gesehen. Kommt mir aber auch bekannt vor. Ja, das ist der Krankenpfleger Fabian. Stimmt, das stand da vorhin. Hallo? Mit Ihnen hätte ich mal 2 bis 3 Wörter zu sprechen, junger Mann. Bei unserem Eintreffen habe ich ja die zunächst umstehenden Personen, die hier waren, kurz begrüßt. Unter anderem auch die Personen, die ich dann nachher auf dem Video habe wiedererkennen dürfen. Und dabei handelte es sich um diesen Pfleger. Sind Sie der Fabian? Hören Sie mich? Ja, wie heißen Sie denn? Hey, 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 hey! Locker! Immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Also, was ist damit zu tun? Womit denn? Entspannen Sie sich mal ein bisschen. Wir wollen miteinander reden. Zack. Wir entspannen. Wir sorgen für Entspannung. Wo ist denn der Fest? Ja, und urplötzlich schmiss er mit irgendwelchen Tabletts oder was das war auf mich und hielt einen messerähnlichen Gegenstand in der Hand und meinte, mich damit bedrohen zu können. Aber die Kollegen, die noch hinter ihm waren, die hat er wohl völlig vergessen. Fabian, ja, womit haben Sie nichts zu tun? Womit haben Sie nichts zu tun? Ha? Sie wollte immer mehr Drogen von mir haben. Sie haben doch auch geraucht und Sie haben die Zigaretten darüber... Ja. Als die Kollegen den Pfleger haben festsetzen können, hat er ungefragt seine Geschichte erzählt. Uns blieb überhaupt keine Zeit, ihn also ordnungsgemäß zu belehren. Natürlich hat er erst erzählt, ich habe damit nichts zu tun, ich bin unschuldig. Aber nur wenige Silben später hat er erzählt, die wollte immer mehr von mir, die hat mich erpresst, etc. etc. Was ist da passiert in dem Auto? Sind da auf dem Video drauf? Ich möchte nicht sagen. Wo haben Sie die Tabletten her? Wo haben Sie die Tabletten her? Sie sind einwandfrei zu identifizieren. Sie haben mich einfach nur erpresst. Ich hatte keine andere Wahl. Warum? Ich muss ihr noch was geben. Ja, was geben heißt was genau? Ich habe ihr Tabletten besorgt. Woher haben Sie die? Wie haben Sie die besorgt? Unten aus dem Schrank. Ich habe den Schlüssel. Wo ist der Schlüssel denn dazu? Da haben doch nur Ärzte Zugang, keine Pfleger. Wie kommen Sie denn da rein? Ja. Hm? Ich meine, wir sind über die Verhältnisse recht gut informiert, wie das da unten aussieht. Also... Ja, man spricht hier auch miteinander. Ich wusste, wo der Schlüssel lag, habe ihn entnommen, habe mir Tabletten genommen, habe sie dann vertickt. Haben Sie ja schon öfter gemacht? Ist das Ihre Methode, Geld zu machen? Dazu sage ich nichts. An Freunde mit Drogen? Ich glaube, da müssen wir uns doch nochmal unterhalten. So geht's ja nicht. Okay, nimmt ihr den mit, bringt ihn zur Wache? Ja. Wir fahren dann vor, ja. Gut. Ja. Okay, ne? Wir haben sicherlich den Diebstahl von Betäubungsmitteln. Ist eine Art von Beschaffungskriminalität. Inwieweit sie tatsächlich die Sachen von ihm gefordert hat, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Letzten Endes steht fest, sage ich mal, eine Bestrafung wird mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgen. Aber ich denke, die weitaus größere Folge für den Pfleger wird sein, dass er sein Arbeitsverhältnis gekündigt bekommt. Und das wird weitaus schlimmer. Ja, das war jetzt ein Spaß. Frau Goldstein, haben Sie noch irgendwas, was wir... Ja, ich bin total entsetzt. Ich verstehe das nicht, wie der Herr Sattler unser Vertrauen so missbraucht hat. Er arbeitet schon so lange hier. Ja, konnte meine Freundin so was antun? Ich verstehe es auch nicht. Naja, das werden wir ihm alles noch entlocken müssen, aber das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Ich will nur mal kurz stören. Ja, Herr Doktor. Der Patientin geht es soweit gut, keine inneren Verletzungen. Schürfwunden und alles, macht gerade wieder auf. Aber ist noch nicht vernehmungsfähig. Wir erwarten uns in der Befragung des Opfers natürlich weitere Hinweise auf Konsum, möglicherweise auch, ob er sich schon öfter an den Medikamenten bedient hat, wo es vielleicht aus irgendwelchen Gründen zunächst nicht aufgefallen ist, durch berechtigten oder ungerechtfertigten Zugriff. Also Lebensgefahr besteht auf keinen Fall. Also haben Sie die Möglichkeit, eine Blutprobe zu entnehmen? Ja. Ja? Haben wir auch schon gemacht, gut. Also für unsere Untersuchung. Also wir brauchen es auf jeden Fall für Drogen, für Alkohol. Und dann möchte ich Sie bitten, dass Sie uns anrufen, sobald sie also vernehmungsfähig ist. Das kann ja auch in ein paar Stunden sein, sagten Sie, ne? Nee, erst in ein paar Tagen. Also die nächsten Stunden ist er definitiv nicht vernehmungsfähig. Okay, aber die Blutprobe, da müssen wir dann noch eine richterliche Anordnung, die reichen wir Ihnen noch nach. Ja. Aber sorgen Sie bitte schon mal dafür, dass die durchgeführt werden kann. So habe ich für, dass das Blut abgenommen wird, einmal das volle Programm. Genau, ja, alles klar. Geben wir Ihnen Bescheid. Danke, wir verabschieden uns dann. Dann alles Gute. Die verletzte Täterin wurde wegen versuchtem Diebstahls und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz belangt. Dem Pfleger, der sie mit den Medikamenten versorgt hat, wurden die gleichen Delikte zur Last gelegt. Er musste sich außerdem wegen dem Handel mit BTM und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.